Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Was genau meinst du, Arno? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity. Ich bin Enno von Yushano und ich muss irgendwo hin, weil da irgendwas eventuell noch liegt von letzter Nacht. Ich hab keine Ahnung, was es sein könnte. Was machst du da? Habt ihr das gesehen? Hey, wir haben immer noch den Vollstreckerrang. Ich dachte, wir hätten alle Ränge verloren. Nee, Ränge, nicht Range, oder? Range wäre ja dieser andere Let's Player da. Genau. Geht's da lang? Truhe. Will haben. Wo? Da. Hat er echt immer noch einen Kater? Also ja, natürlich, das dauert ein bisschen länger als der Tag darauf. Okay. Nur 100? Wie lahm. So. Okay. Ach, das ist schon das Haus. Ah, okay, ja. Ich erkenne es wieder. Aber ist dieses Aufkommen beim Runterspringen nicht extrem unangenehm mit dem Kater? Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, ich... Die Uhr meines Vaters, habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Ach, die Uhr, natürlich. Ich habe erst nicht dran gedacht, was es gewesen ist, aber natürlich, es war die Uhr. Pass auf! Tu das besser nicht, Junge. Ich, alter Mann. Oh, hatte ich gar nicht vor. Oh, wir haben keine Warnhinweise mehr. Wir spielen gerade quasi ohne die üblichen Symbole, die sonst nur auftauchen. Oh. Wie arschig. So. Das heißt aber auch ohne Lebensleiste. Was? Achso. Ey, ich hab den gerade getötet. Würde ich mich nicht einfach nur rauswerfen, oder? Also würde ich Arno nicht einfach nur rauswerfen. Na, egal. Du. Wo ist dein Meister? Ach, Scheiße. Nein, komm zurück. Yay, Verfolgungsjagden. Hoffe ich mal, dass er sich wie bei allen anderen Verfolgungsjagden auch irgendwann packt. Na, du machst es mir aber auch ziemlich einfach. So, ups, bin ich gegen den Tisch gekommen. Oh Gott, dieses Alkoholische macht es auch irgendwie... Also dieses Ganze macht irgendwie schon depressiv das Ganze. Sie sind am Palast! Danke. Ich finde es ziemlich harmlos, dass er mit der Faust gedroht hat, dafür, dass er ein Messer eigentlich immer dabei hat, also die versteckte Klinge. Und natürlich, dass er noch seine schnicke Waffe auf dem Rücken hat. Fand ich das irgendwie ein bisschen harmlos. Nur meine Meinung. War Versailles damit danach echt so offen begehbar? Wie ist es eigentlich heute mit Versailles? Arno hat mal ein Fenster aufgemacht. Das gab es auch lange nicht mehr, dass Arno mal ein Fenster aufmacht, um einfach irgendwo reinzukommen. Ah. Wie es
Versailles eigentlich heute? Wahrscheinlich ist es ein Museum oder dergleichen. Oder? Oder wohnt da heute immer noch irgendwo? Packt alles ein, Jungs! Besser als den Bauern ihr Kupfer zu stehlen, was? Irgendein wichtiger Herr, wie hier unser Bundespräsident auch noch sein eigenes wichtiges Haus hat. Oder ist es öffentlich zugänglich? Ich weiß es nicht. Kann er bis hier hinten gucken? Wenn ja, dann würde ich es sogar, glaube ich, provozieren, dass ich ihn hier hinlocke. Passiert aber gerade nichts. Genau das, was ich meinte. Oh. Da sind ein paar Leutchen mehr, als ich erst dachte. Na, vielleicht gehe ich dann doch lieber erstmal einen anderen Weg. Gibt es einen anderen Weg? Nö. Ich muss da lang. Aber offensiv durchrushen. Oh, Berserkerklinge, natürlich. Die habe ich seit Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr angewendet, oder? Was war denn das? Lass mich los! Bitte! Warum tust du das? Hey, ich bin gar nicht so. Bürger, bleib stehen! Ah, wie lange ich das nicht mehr angewendet habe. Oh! Ja, hat er mich jetzt doch gefunden. Egal. So. Der ist mir doch, glaube ich, am unangenehmsten. Die klären das schon unter sich. Ich gucke da erstmal von zu. So. Voll praktisch, aber von mir sau selten angewendet, glaube ich. Immer nur dann, wenn es auch wirklich vorgegeben war von der Mission. Da geht's gar nicht weiter. Irgendwie, warum werden einem nur die Klamotten werden einem angezeigt von den ganzen Charakteren, aber die Haare werden dann irgendwie... Ist das Elise? Die Klamotten werden dann seltsamerweise irgendwie angezeigt, aber die Haare nicht von den ganzen Gestalten, die man sieht hier mit dem Adlerauge. Das finde ich seltsam. Und warum nicht die Haare? Ich meine, das ist letztendlich ja nicht Bestandteil des Körpers, aber also nicht direkt. Also ja, irgendwie auch schon. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. Aber... Die Haare ja, die Klamotten ja so gesehen auch nicht. Irgendwie sieht das bescheuert aus, wie ich finde. So, schlaf schön. Und schlaf schön. Auch hier nicht. Natürlich nicht. Du hast einen ganz schönen Anruf. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Hier sind wir. Ja. Aber hier muss ich nicht hin. Weil hier ist nicht das angegebene Suchgebiet quasi. Ah, doch, ist es. Muss hier unten hin. Jetzt habe ich aber einen leicht anderen Weg gewählt, als ich glaube ich ursprünglich wählen sollte. Ups, ich glaube, ich muss wieder zurück. Ah, okay, der zeigt mir für verschiedene Ebenen auch wirklich verschiedene Flächen an. Ah, also muss ich doch hier lang. Okay. Verfluchter Royalist! So.
In den Rücken. Jo. Ins Gesicht. Voll rein. So. Jo. Und. Ja. Bist du schnell wieder aufgestanden, Freundchen. Richtiges Stehaufmännchen. So. Ich glaube, den Dieb lasse ich erstmal in Ruhe, weil ich einfach ein gütiger Mensch bin. So. Ich nehme das Tafelsilber! Kommen die hier lang? Das ist so, man weiß nicht, sehen die einen hier oder können die einen überhaupt hier sehen? Oder können sie es nicht? Egal, letztendlich krieg ich es auch so hin. Ehrlich gesagt, würde ich es aber schon unauffällig hinbekommen. Ach da. Woher kam ich hierher? Nee, kam ich nicht. Okay. Ja, Entschuldige. Ich bin auch ein Mensch mit Migräne-Hintergrund. Ist das? Sieht so aus. Ich dachte, wir hätten hinter der Wand und nicht hinter dem Klavier. Das ist das Nervige, dass man diese Silhouetten durch die Wände durchsieht. Und man kann nicht unterscheiden, sieht man die jetzt vor der Wand oder hinter der Wand. Da ich oft Probleme mit. Das zu unterscheiden. So. So. Ich bin so freundlich und gönne denen immer meinen diesen Gnadenstoß. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Ja. Hier nicht. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Ja, das hat er gesagt. Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Das sind doch keine Abenteuer, es sind nur ein paar Spielereien. Ja, es, immerhin kommt nur einer von denen. Nein, es kommen zwei. Fuck it. Verdammt nochmal! Was zum Teufel willst du? Meine Uhr. Nicht das schon wieder. Ich will sie zurück. Ich hab deine verdammte Uhr nicht. Lügner. Verschwinde, Bursche. Also laut Spielskript hat er mich quasi schon gefunden. Aber eigentlich glaube ich, die KI hat es noch nicht gecheckt. Oh geil, die liegen wirklich direkt ineinander. Ich dachte, es wäre nur einer, mich gefragt, wo der andere ist. Gut, der guckt weg. Der guckt auch weg. Oh. So, Freundchen. Irgendwo müsste doch ein Regenbogen sein. Es ist recht hell, aber es regnet. Er hat den Leichnam gefunden, natürlich. Nein! Antirevolutionärer Bastard! Tja. Schnell reagiert. Aber nicht schnell genug. So, und das war's. Okay. Okay. Tut mir leid, Freund. Aber das war's für dich.
Ja, okay. Das Nervige ist, Arno bleibt auch so lange. Oh, ich glaube, der sieht gerade richtig wütend aus. Ewig in dieser Position stehen, wenn ich ihn noch nicht getötet habe und die erst so rumwanken. Möp. Okay, jetzt könnte man sagen, hat er gegen das Credo verstoßen. Weil er jetzt wirklich mal einen Unschuldigen getötet hat. Arno. Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Natürlich, was denn sonst, wenn jemanden ein Mann aus so einer Situation retten kann, dann doch wohl eine Frau. Kommt jetzt ein Ladebildschirm oder? Ja, okay. Wäre es jetzt am gewesen, weil ich glaube, in Versailles kann ich sowieso gar nicht frei rumlaufen. Mal sehen, ob es jetzt wieder nach Paris gibt. Ah, gleich kommt wahrscheinlich sowieso eine Sequenz. Ja. Und rasiert er sich auch wieder. Natürlich, jetzt endlich ist er keiner mehr der Bruderschaft. Ah, das ist doch quasi ihr Risiko, oder? Wenn sie ihn verstoßen. Dass er eventuell nicht mehr so für sie handelt, wie sie es wollen. Äpfel? Was sagt mir das? Sieh nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Der Musikwechsel war seltsam. Ist es mit Frankreich nun gekommen? Oh, der lebt noch. Parasiten! Warum haben wir die schon längst getötet? Saugen die Revolution aus! Die hätten wir schon längst mal töten sollen. Und war es gerade die Schmiede von Anfang an, von der wir das erste Mal uns die Uhr geholt haben?
Egal. Unser Ziel haben wir immerhin direkt. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Erstmal möchte ich mal was anderes klären. Kann ich nicht. Und hier möchte ich sowieso noch nichts machen. Okay. Das wollte ich mal eben kurz gucken, ob ich mir sowas mal leisten kann. Okay. Dann mache ich den Rest in der nächsten Folge. Oh, ich finde das irgendwie immer ganz süß mit Elise und Arno. War doch klar, dass sie ihn irgendwie aus der Situation retten wird. Mehr Assassinen gibt es übrigens auch bei Assassins vs. Pirates. Schaut doch da einmal vorbei. Ansonsten lasst doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.